Foto, darum ging Olivia Jones vor Kylie Minogue auf die Knie. Heiratsantrag beim Echo in Berlin, Travestie-Künstlerin Olivia Jones geht vor Kylie Minogue auf die Knie. Berlin, der Echo hatte seine skandalträchtigen, aber auch schönen Momente. Einer verzauberte bereits vor Beginn der Die Tote Hosen, Sänger Campino teilte gegen Kollega und Farid Bang und dessen umstrittenen Songzeilen aus, doch vor den Toren der Messehallen am Fuße des Berliner Funkturms bestimmten Liebe und Anerkennung das Geschehen. Allen voran Travestie-Künstlerin Olivia Jones, 48, sorgte mit einer besonders rührenden Aktion für viel Freude bei Popstar Kylie Minogue, 49, so ging die Hamburgerin vor versammelter Mannschaft auf die Knie und machte der Sängerin einen nicht ganz ernst gemeinten Heiratsantrag. Sie hat strahlend gelächelt, das deute ich mal als ja. Ich heiße jetzt Olivia Minogue, sagte Jones am Donnerstagabend der deutschen Presseagentur. Und warum ausgerechnet Minogue? Ich habe ihr gesagt, dass ich es toll finde, dass sie sich so für Toleranz und die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt. Gerade heute, wo diese Rapper im Fokus standen, halte ich das für sehr wichtig. Bei der Preisverleihung waren die umstrittenen Rapper Kollega und Farid Bang mit einem Echo in der Kategorie Hip-Hop Urban National ausgezeichnet worden, nach einer Debatte über ihre als antisemitisch kritisierten Texte.